Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 146. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du versprochen hast, dass wenn wir dir vertrauen, dir folgen und dir aus Liebe und aus ganzem Herzen gehorsam sind, dass du uns überaus reich segnen möchtest. Und Herr, das wünschen wir uns für den heutigen Tag. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 3. Mose 26 im berühmten Kapitel über Segen und Fluch. Wir lesen in Vers 14, wenn ihr mir aber nicht gehorcht und alle diese Gebote nicht tut, und wenn ihr meine Satzung missachtet und eure Seele meine Rechtsbestimmung verabscheut, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund. Hier sieht man sehr schön, wie der Bund Gottes am Gesetz Gottes hängt und wie ungehorsam letztendlich immer auch eine ganz tiefe innere Einstellung zeigt, eine Verabscheuung des Gesetzes Gottes. So will auch ich euch dies tun. Ich will Schrecken, Schwindsucht und Fieberhitze über euch verhängen, sodass die Augen matt werden und die Seele verschmachtet. Ihr werdet euren Samen vergeblich aussehen, denn eure Feinde sollen das Gesäte essen. Das ist später passiert in der Richterzeit zum Beispiel mit den Medianitern. Und ich will mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet und ihr euch hassen sollen über euch herrschen. Und ihr werdet fliehen, obwohl euch niemand jagt. Auch das ist immer wieder passiert in der Zeit der Richter. Übrigens scheint es hier auch anzudeuten, dass es ein Fluch ist wenn man den Eindruck hat, dass man verfolgt wird und es entspricht gar nicht den Tatsachen. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch siebenmal mehr bestrafen, um eurer Sünden willen. Und ich will euren harten Stolz brechen, ich will euch den Himmel machen wie Eisen und die Erde wie Erz, dass eure Kraft sich vergeblich verbraucht und euer Land seinen Ertrag nicht gibt und die Bäume des Landes ihre Früchte nicht bringen. Das erinnert zum Beispiel an die Zeit von Elia. Und die dreieinhalb Jahre Hungersnot. Wenn ihr euch mir aber noch weiter widersetzt und mir nicht gehorchen wollt, so will ich euch noch siebenmal mehr schlagen, entsprechend euren Sünden. Die Gerichte Gottes, die Folgen der Sünde, die bauen sich immer mehr auf. Sie werden immer drastischer, je stärker die Widerspenstigkeit ist. Und ich will wilde Tiere unter euch senden. Die sollen euch eurer Kinder berauben, euer Vieh ausrotten und eure Zahl mindern. Und eure Straßen sollen öde werden. Wenn ihr euch aber dadurch noch weiter, noch nicht von mir züchtigen lasst, sondern euch mir widersetzt, so will auch ich mich euch widersetzen und euch siebenfach schlagen um eurer Sünde willen. Und ich will das Schwert über euch kommen lassen, das die Bundesrache vollzieht. Und wenn ihr euch dann in eure Städte zurückzieht, will ich die Pest unter euch senden und euch in die Hand eurer Feinde geben. Wenn ich euch den Stab des Bodes zerbreche, dann werden zehn Frauen euer Brot in einem Ofen backen. Und man wird euch das Brot nach dem Gewicht zuteilen, und ihr werdet es essen, aber nicht satt werden. Wenn ihr euch aber auch dadurch noch nicht zum Gehorsam gegen mich bringen lasst, sondern euch mir widersetzt, so will ich mich auch euch im Grimm widersetzen. Ja, ich werde euch siebenfach strafen um eurer Sünden willen, und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne und das Fleisch eurer Töchter verzehren. Und ich will Eure Höhen vertilgen und Eure Sonnensäulen abhauen und Eure Leichname auf die Leichname Eurer Götzen werfen, und meine Seele wird euch verabscheuen. ich will Eure Städte zu Ruinen machen, und eure heiligen Städten verwüsten, und Eure Heiligen und euren lieblichen Geruch nicht mehr riechen. Und ich will das Land verwüsten, sodass Eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. Euch aber will ich und die Heidenvölker zerstreuen. Und das Schwert hinter euch herziehen, sodass euer Land zur Wüste wird und eure Städte zu Ruinen. Nach vielen Generationen, nach Jahrhunderten des Abfalls und der Widerspenstigkeit ist genau das eingetreten. Zunächst erst durch die Assyrer im Nordreich und dann durch die Babylonier im Südreich. Dann wird das Land seine Sabbate genießen. Solange es verwüstet liegt und ihr im Land eurer Feinde seid, ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen dürfen. Auch das wird dann später zum Beispiel in Jeremia deutlich, dass dann durch die Vernichtung, durch die Verwüstung der Babylonier, durch die Babylonier, genau diese Sabbate jetzt das Land ruhen kann. Solange es verwüstet liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten. Als hier darin wohntet. Und den übriggebliebenen von euch will ich das Herz verzagt machen in den Ländern ihrer Feinde, so dass das Rascheln eines verwehten Blattes sie jagen wird. Sie werden davon fliehen, als jage sie ein Schwert und fallen, ohne dass sie jemand verfolgt. Es war offensichtlich, wie wir in diesen Versen sehen können, der Sabbat ein entscheidendes Kriterium in der Frage von See und Gehorsam, von und Fluch und Ungehorsam. Und sie sollen einer über den anderen fallen wie vor dem Schwert, obgleich sie niemand jagt und ihr werdet vor euren Feinden nicht standhalten können, sondern ihr werdet unter den Heidenvölkern umkommen und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sehen, wie der Ungehorsam in der Geschichte Israels tatsächlich all den Fluch gebracht hat. Nach und nach, genau so wie du es vorher gesagt hast. Herr, bewahre uns davor. Bewahre uns davor, dir ungehorsam zu sein. Und setze und schreibe dein Gesetz in unser Herz. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.